So, herzlich willkommen wieder in meinem neuen Salon am Kurfürstendamm. Ich bin ganz stolz, aber ich bin natürlich stolz, dass dieser Gabriel hier ist. Weil er hat Lebensweisheiten, die mich auch interessieren. Es ist nie langweilig mit ihm. Ja, und es ist ja selten, wenn ich sprachlos bin, aber ich war schon zwei, dreimal sprachlos heute. Aber man denkt ja nicht, dass der auch so in sich geht und schöne Gedanken hat. Und gute und schöne Gedanken ist wichtig. Was sagst du dazu? Ja, ja, das ist ganz klar, aber wie kommt man da drauf? Ich sag dir ein Rezept. Ja? Ja. Das Rezept ist so eine Schere. So eine Schere. Ich lese also jeden Tag Zeitung. Ich fange immer mit der Bild an, obwohl jeder sagt, wie kann man nur Bild sein? Ich lese die auch. Da sind so großartige Sachen drin. Und dann schneide ich mir die aus. Das ist also hier nicht aus der Bildzeitung. Ich schneide mir Wagner schneide ich mir immer aus, fast jeden Tag. Ja, Wagner. Da war ich zweimal drin mit Sabine Christiansen, der hat uns so runtergeschrieben. Wir waren sprachlos. Also ich mag ihn. Aber ist doch schön, wenn man von ihm überhaupt beachtet wird. Ne? Ja, ich mag ihn unheimlich gerne. Er sagt immer, Gabriel, du bist mein Bruder. Ja? Also das finde ich so super. Und alles, was ich interessant finde, auch was politisch Umgang mit Putin, wie viel ich da unterstreiche, was mich interessiert. Ja? Und weltpolitische Sachen und auch Klatsch. Wie lange dauert das morgens? Eine Stunde? Ja, mehr Stunden. Ja? Weil ich die Bild, die Vor BZ, dem Frühstück, Moko, nach dem Frühstück? Oder nach dem Frühstück. Ja? Und die Süddeutsche natürlich als Letzte. Ne? Auch hier diese ganzen Sachen in Kolumbien, was da alles läuft mit dem Kokain und so weiter. Man liest drüber hinweg, ja. Man hat auch nicht David Garrett mit seiner Tussi da, was da alles so läuft. Und das ist für mich hier der schweinische Vater Trump. Lieber schweinischer Vater Trump. Ne? Mhm. Und das sind alles so Sachen, da liest man drüber weg. Oder hier die vielen Unfälle. Hier guckt man, die sind so schnell gegangen, liegen mit dem neuen Wagen auf dem Dach. Und das sind Sachen, die schneide ich mir aus. Und vielleicht lese ich die auch nie wieder, das kann sein. Ne? Aber das ist so meine Methode. Du machst es als Tagebuch. Nein, das Tagebuch ist extra. Ja, aber hier, warum schneidest du dann die bösen Geschichten auch aus? Auch die guten Geschichten. Ja, aber auch die bösen, auch warum? Die bösen sind auch ganz wichtig, dass ich merke, was hier im Land passiert. Ja? Das ist auch ganz wichtig. Und auch hier zum Beispiel die Helene Fischer. Helene Fischer. Was für ein wunderbares Bild. Ja, ich habe für die, ich hab für die ein neues Lied geschrieben. Ja? Ein neues. Pass auf. Hast du sie schon? Nein, ich weiß noch nicht, ob sie es macht, aber ich treffe sie nächste Woche. Was wären die Männer ohne uns Frauen? Sie hingen noch wie Tarzan oben auf dem Baum und würden wie die Affen die Kokosnüsse klauen. Was wären die Männer ohne uns Frauen? Zum Beispiel. Und kommt dann noch ein Refrain, Das ist ja der Refrain. Ja, aber das macht die bestimmt ganz toll. Ja, das ist eine gute Idee. Oder hier zwar einmal im Bett rund um die Welt. Was heißt das? Übersetzt das mir? Das ist zum Beispiel die vorletzte Seite oder BZ. Da steht mal drin, wie die verschiedenen Völker sich vergnügen nach Liebe machen. Die perfekte Startpunkt für ihre prickelnde Weltreise ist Schweden. Die nordische Disziplin erfordert handwerkliche Geschicklichkeit. Stichwort Padding. Gut, das Wort Padding war ja mal so modern. Ja, und Sextoys. Und da habe ich mir alles genommen. Und was ist die deutsche Stellung? Die deutsche Stellung. Na, lass mich raten. Missionar? Natürlich. Ja? Ja, die ist hier. Missionarstellung ist deutsche Stellung. Kamasutra ist auch nicht schlecht. Kamasutra, ne? Ist dran, aber nicht drin, ne? Nee, das ist Tantra. Ach, Tantra. Tantra ist stillhalten. Kamasutra, was ist das? Tausend Guckt man sich nur an, oder was? Nein, das sind tausend verschiedene Stellungen. Ach so, gut. Mhm. Und hier, Ahornblatt habe ich gefunden auf der Straße. Ahornblatt. Was ist mit dem Ahornblatt? Was ja, hat das damit ist nur einfach, weil es schön aussieht. Sieht schön aus. So, ne? ein Blatt. Ja. Oder hier ist mit Saskia Leppin, die hat einen Song von mir aufgenommen, Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, von Juliane Werding. Ganz Hast neue du das Version. Geschrieben? Ja. Na, Kompliment, das fand ich ganz. Soll ich dir das vorsingen, ja, wenn los, du denkst? Na los, komm, pass auf. Meine Damen und Herren, Gunter Gabriel, Udo Walz. Wenn du denkst, dann denkst, dann denkst du nur, du denkst, das Leben, la la la. Schnudel, und dann schau in mein Gesicht. Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst, du hast ein leichtes Spiel. Drum warte, dann kommt es.
Und am Ende lache ich über dich. Perfekt. Ja. Lippensynchron. Du, was für eine Stimme, ne? Yes, das vielleicht hört es jemand und ich krieg, genau. Sieht jemand, ich krieg bei Dieter Bohlen, Dieter Bohlen, ne? Ja, alles genial. Günter Grabe, das ist schön, wenn du denkst, auch hier dieses... Ich muss jetzt mal was Komisches fragen. Wenn ja, die das mal, hinkriegst, wer kriegt dann Tantiem, der das geschrieben hat? Ja, ne? Ich natürlich, ja. Ja, da lebst du ja gut. Ich bin ja derjenige, der die ganzen Songs geschrieben hat. Mhm. Und davon, das ist das sogenannte meine Rente. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nie gedacht, ich bin ja jetzt 75 Jahre alt, ich hätte ja nie gedacht, dass ich, Idiot, heute noch so viel zu tun habe. Neue Fernsehsendungen. Ja, aber jetzt sage ich dir was. Ich meine, die alten Geigen, Stradivari, spielen die besten Lieder. Die Suppen, die Hühnersuppen und Gulaschsuppen, je mehr man die aufkocht, je älter die sind, je besser schmecken sie. Nee, aber das und dann auch noch, und dann noch dieser wunderbare Satz, wahre Liebe gibt es nur unter Männern. Wenn ja, das, die sechs, ja das ist so, das ist wirklich so. Guck mal, wir kennen uns länger als ich mit den Frauen, mit denen ich verheiratet das stimmt. war. Ich war viermal verheiratet. Ich kenne ein paar Frauen von dir. Er hat 2 Jahre gedauert. Ich kenne ein paar Frauen. Ja, die war bei Uli Richter. Aber Schatzelein, wir sind immer noch zusammen. Stimmt. Wir sind uns immer noch treu. Das meine ich. Ja, stimmt. Und das ist auch großartig. Und ich finde auch, wenn wir älter sind, da kommen wir in so ein anderes Bewusstsein rein. Ne? Also ich finde, älter werden hat einen Vorteil, man weiß, was man will und man weiß, was man nicht will. Die Zeit geht für mich persönlich so schnell um, weil ich lebe gerne auf diesem wunderbaren blauen Planet. Ich finde das ganz schrecklich. Aber was ich noch schrecklicher finde bei mir, sagen die Leute immer, Herr Walz, wie lange wollen Sie das noch machen? Das finde ich so eine Unverschämtheit. Dann sage ich immer, ich gebe Ihnen jetzt ein bisschen Geld, rufen Sie Karl Lagerfeld an, der erklärt Ihnen, warum er das alles noch macht. Ne? Ja. Und vor allen Dingen, was Karl Lagerfeld gesagt hat, den ich auch sehr verehre, ja, muss ich sagen, der hat gesagt, was passiert, wenn Sie sterben? Wie machen Sie das? Welche Marmorsäule und so weiter? Da sagt er, für mich gibt es nur blauer Müllsack, rein und Ende. Und genau so sehe ich das auch. Ja, ja, klar. Ich will nicht lobhudelt. Nee. Wenn ich tot bin, braucht mir keiner mehr zu sagen, dass ich doch ein ganz dufter Mensch bin. Ich habe jetzt gelesen, ich habe ein Interview gegeben, da haben die gefragt, wenn Sie sterben, was soll auf Ihrem Grabstein stehen? Und da habe ich gesagt, es ist, wie es ist. Aus. Ne? Und zur Beerdigung kann ich nicht kommen, weil ich nicht eingeladen bin. Das ist sicher auch sehr gut. Ja, ne? Und zur Beerdigung brauche ich keine großen Sprüche mehr. Ne? Das muss voll. Aber ich habe auch keine Angst. Es geht ja nicht um Sterben, der Sterbevorgang. Ich möchte mit der Gehhilfe dann irgendwie so wie Udo Jürgens einfach beim Spazierengehen oder vor dem Bett einer jungen Dame zusammenbrechen. Möchtest du? Nein, keinesfalls. Nee. Ich werde so sterben. Hurra! Hurra! Ach, endlich bin ich am Ende. Ich will mit meinen Cowboystiefeln. Ach, wie schrecklich. Aufrecht in meinen Cowboystiefeln. Aufrecht. Ich möchte meinen schönen Körper, mein schönes Gesicht abends ins Bett legen, möchte so machen, möchte die Äuglein schließen und nicht mehr aufwachen. Ach, Schatzilein, wie doof nicht ist das mehr aufwachen. Denn? Wie doof ist das, das denn? Ja. Ja. Also oder ich sterbe im Salon, kann auch sein. Ja, weil ich bin ja immer noch jeden Tag hier. Also ich will dir eins sagen, ich habe ja bei dem Dschungel, da bin ich ja, als ich da rausging, da bin ich ja in der Hotelhalle tot umgefallen. Ich weiß. Ich war komplett weg. Und glaub mir, es war nicht schlecht, das Gefühl zu wissen, jetzt bist du am Ende. Das war kein schlechtes Gefühl. Ich sage dir, es war kein schlechtes Gefühl. Ach, wie furchtbar. Habe viele Leute getroffen. Sag es nicht, du hast am Ende am Tunnel helles Licht gesehen. Nein, so weit war es ja nicht. Sie haben mich wieder zurückgeholt, die blöden Männer. Nee. Aber nein. Ich glaube, dass die Sache wirklich irgendwann auch, das Leben ist ja sowieso für den Arsch. Ja. Was soll's? Was bringt das, dass du dich so angestrengt hast dein Leben lang und kratzt dann ab? Was soll das? Ich hab mich nie angestrengt. Ich bin ein glücklicher Mensch. Und ich war sehr glücklich, dass du heute da warst. So. Es war mir ein großes Vergnügen. Ja, gut. Ich hoffe, wir sehen uns lebst wieder. Lebst du schon in Berlin? Ja, auch. Kannst du noch auch, zum Abschied was spielen? Ja, das kann, ist doch nur klar. Was ich als Berliner, ich fühle mich ja John F. Kennedy verpflichtet. Warum? Ich bin ein Berliner oder was? Ja, natürlich, was er gesagt hat. Was bedeutete das, als er das damals sagte? Na, der hat... Das bedeutete Solidarität und Mitgefühl für die eingeschlossen waren in einem Gefängnis. Und darum habe ich dieses Lied geschrieben, nach seinen Worten. Ich bin ein Berliner und darauf bin ich stolz. Hammer. Denn gerade wir Berliner, wir sind aus ganz besonderem Holz. Wir wissen, was wir wollen und bei uns raucht der Kamin. Hey, ich bin
bin ein Berliner und ich liebe mein Berlin. Ich bin ein Berliner und ich liebe Udo Walz in Berlin. Reicht dir das? Oh, bravo! Ich danke dir.